Stellt euch vor, euer 17-jähriger Sohn fliegt nach Malta, um seine Freundin zu besuchen, welche dort eine Sprachreise macht. Kurze Zeit später fliegt sie zurück, euer Sohn bleibt aber noch in Malta, weil er alleine noch ein bisschen die Insel erkunden möchte. Aber dann kommt irgendwann keine Nachricht mehr von ihm. Ihr bekommt gar nichts mehr mit. Ihr fangt an, euch Sorgen zu machen. Und die letzte Nachricht, die euer Sohn geschickt hat, bevor man nichts mehr von ihm gehört hat, war eine Nachricht an seine Freundin, in welcher steht, dass er mit dem Fahrrad auf den höchsten Punkt der Insel fahren möchte. Naja, und kurz danach müsst ihr leider mitbekommen, dass euer Sohn bei diesem Ausflug ums Leben kam. Seine Leiche wurde gefunden. Vielleicht nicht so, wie ihr euch vorstellt, wie man die Leiche eines Jungen findet, der vielleicht an einem Unfall bei so einer Wanderung, bei so einer Fahrradtour gestorben ist. Nein, denn sein lebloser Körper wog nur noch 16 Kilo. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ist das möglich? Ich sag's euch ganz kurz und knapp. Alle seine Organe fehlten. Alle seine Organe wurden aus seinem Körper entnommen. Und was da passiert ist, über all das werden wir heute sprechen. Es ist ein sehr heftiger und auch verstörender Fall. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von True Crime. Schön, dass ihr wieder dabei seid und naja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir sprechen jetzt über einen unglaublich schockierenden Fall, der Fall eines 17-jährigen Jungen aus Oldenburg, Mike Mansholt. Wer war Mike Mansholt überhaupt? Mike ist ein sehr sportlicher, junger Mann gewesen. Er liebte es zu skaten, biken, laufen, klettern und turnen. Als er 5 Jahre alt war, unternahm er mit seiner Familie eine Segeltour um die Welt. Ey, mega krass, würde ich persönlich auch super, super gerne mal machen. Er hat eine Schwester und lebte mit seiner Familie in dem deutschen Ort Oldenburg. Keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt irgendjemand von euch aus Oldenburg und hat bereits schon mal was davon mitbekommen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare. Im Juli 2016 flog er dann nach Malta, um dort seine Freundin zu besuchen und die Insel zu erkunden. Am 17. Juli reiste seine Freundin, wie ich bereits im Intro schon gesagt habe, ab. Und er blieb zurück, da er die Insel noch weiterhin erkunden wollte. Eines seiner Ziele, die er unbedingt sehen wollte, waren die Dingley-Klippen. Sie sind der höchste Punkt auf der Insel und geben einen wirklich wunderschönen Ausblick. Ich muss allgemein sagen, dass Malta eine wirklich schöne Insel ist. Ich persönlich war noch nie dort, aber was man so sieht und was man davon kennt, sieht einfach nach einem unglaublich schönen Ort aus. Also ging er am 18. Juli direkt zu einem Fahrradverleih und mietete sich ein Mountainbike. Ich habe ja gerade schon von seiner Liebe zum Sport geredet und gesagt, eines seiner Hobbys waren eben das Biken. Also ist auch stark davon auszugehen, dass es nicht das erste Mal war, dass er mit dem Mountainbike auf so eine Art Offroad-Straße unterwegs war und er eben auch erfahren damit war, auf unebenen Straßen zu fahren. Es ist also nicht so, als wäre das jetzt irgendein Dude, der es nur gewohnt ist, auf der Straße zu fahren, schön eben und alles glatt. Nein, er kannte sich auch schon wirklich damit aus. Er wusste, was da auf ihn zukommt und es ist nicht so, dass er auf irgend so ungeraden und unebenen Wegen nicht fahren konnte. Er schickte seiner Freundin dann noch eine Sprachnotiz, in der er sagte, dass er ihr gleich ein Foto schicken würde, dass man mit dem Fahrrad da gar nicht hochkommt, sondern nur hochlaufen kann, weil die Straßen an der Stelle so steil sind. Aber, naja, er empfand es als eine sportliche Herausforderung und das gefiel ihm. Diese Sprachnachricht ist somit auch leider das letzte Lebenszeichen von Mike. Und es klingt immer so schrecklich, wenn man halt mitbekommt, dass irgendwo jemand verunglückt ist oder jemand ermordet wurde oder was weiß ich, irgendwo jemand gestorben ist und man den leblosen Körper so lange nicht findet. Naja, so war es mit Mike leider auch, denn man fand seine Leiche erst nach einer ganzen Woche. Sein Fahrrad hing an einem Strauch und Sonnenbrille sowie Schuhe waren etwas weiter entfernt. Von seinem Rucksack keine Spur, was schon etwas merkwürdig ist. Aber gut, es kann auch logische Erklärungen geben, dass man den Rucksack nicht mehr gefunden hat. Vielleicht ist er irgendwo komplett runtergefallen, vielleicht kamen Tiere und haben ihn mitgenommen. Oder vielleicht doch durch Menschenhand entfernt worden? Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja okay, es war halt einfach ein tragischer Unfall. So, er war mit dem Fahrrad unterwegs auf einem sehr gefährlichen Terrain. Wie gesagt, es war ja auch eine ganz schöne Challenge für ihn. Er ist halt einfach unglücklich gestürzt und ist deswegen gestorben.
Ich weiß ja nicht so recht. Denn es gibt so ein paar Faktoren, die dafür sorgen, dass man sich sagt, das Ganze ist irgendwie komisch. Denn angenommen, er hätte sich wirklich, er wäre gestürzt und hätte, wäre bei diesem Fahrradunfall, oder es wäre ein Fahrradunfall gewesen, wo er dabei ums Leben gekommen ist. Warum hatte er keine Knochenbrüche? Warum fehlten ihm alle Organe? Dazu kommen wir gleich noch, aber ich habe es ja bereits im Intro gesagt, dass ihm alle Organe fehlten. Und warum fehlte sein Rucksack? Sehr untypisch für einen Jungen, der, naja, mit dem Fahrrad vielleicht einen tragischen Unfall erleidet. Warum sind dann auf einmal alle seine Organe weg? Warum fehlt sein Rucksack? Warum hat er keine Knochenbrüche? Die Polizei in Malta beendet den Fall direkt. Es sind keine Ermittlungen oder Fragen offen. Es wird in dem Polizeibericht geschrieben, dass Mike vom Gipfel in die Tiefe gestürzt sei. Es wäre laut diesem Bericht ein Sturz aus 30 Metern. Und das ohne auch nur einen Knochenbruch und ein Fahrrad, das lediglich einen platten Reifen und ein paar normale Kratzer vorweist? Really? Die denken wirklich, dass man das glaubt? Ein Junge soll mit dem Fahrrad 30 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Das Fahrrad hat einen Platten und leichte Kratzer. Und der Junge hat keinen einzigen Knochenbruch, ist aber daran gestorben? Ey, es gibt Wunder auf dieser Welt. Wer weiß, vielleicht ist er runtergefallen und hat sich wirklich nichts gebrochen und ist dennoch gestorben. Aber ich glaube der ganzen Sache nicht. Machen wir weiter. Denn ebenfalls zeigen die Überwachungskameras des Hotels, wie Mike mit seinem Rucksack das Hotel verlässt, sein Handy und seine GoPro sind auch nicht wieder aufgetaucht. Das ist komisch, oder? So ein Junge stirbt, weil er anscheinend 30 Meter eine Klippe runterfällt. Aber warum sind alle Sachen weg? Nicht nur der Rucksack, auch seine ganzen Wertgegenstände wie Handy und GoPro fehlen. Es wird noch komischer, glaubt mir. Denn die Gerichtsmediziner in Deutschland stellten aber nicht nur fest, dass der Junge keinerlei Brüche vorwies, sondern stellten direkt nachdem der Körper des Jungen ankam, fest, dass dieser nur 16 Kilo wog. Es fehlten einfach die Organe des Jungen, was ich ja bereits schon angeschnitten habe. Das Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere, Nebennieren, Harnblase, Prostata, Magen, Dünndarm, und sogar das Gehirn. Alles wurde entfernt und die Gerichtsmediziner auf Malta behaupteten, dass die Organe von Wildtieren und Nagern gefressen worden wären und das fehlende Gehirn, das hätte sich anscheinend verflüssigt. Really? Ey. Es kann ja sein, dass vielleicht irgendein Wildtier mal kommt und an dir rumnagt oder anfängt dich zu essen. Aber wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich jedes Organ fehlt? Wirklich jedes? Der Junge hat 16 Kilo gewogen, ja? Ich weiß nicht, wie groß er war und was er davor gewogen hat, aber gehen wir mal von, keine Ahnung, ganz normal mit 17, was weiß der nicht, 60 Kilo? Keine Ahnung. 65 Kilo? Es fehlte alles, was in diesem Körper des Jungen drin war. Alles. Also bitte. Das ist wirklich... Vor allem, warum hat die Polizei den Fall so schnell abgeschlossen? Da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt definitiv irgendetwas nicht. Die deutschen Gerichtsmediziner sagten aber, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Gehirn sich komplett verflüssigt. Sie haben auch keine Bissspuren gefunden, die auf die Theorie zutreffen würde, dass jetzt irgendein wildes Tier ihn angefangen hätte, ihn zu essen oder ihn rumzunagen. Das ist doch komisch, oder? Ebenfalls kam die Leiche uneinbalsamiert in Deutschland an, obwohl der maltesische Gerichtsmediziner gesagt hatte, er hätte dies getan. Also irgendwie stimmt das alles nicht so ganz. Auch die deutschen Behörden empfanden alles um diese Umstände sehr fragwürdig und begannen die Ermittlungen wegen Totschlags aufzunehmen. Die Behörden in Malta fanden den Fall aber abgeschlossen und wollten nicht weiterhelfen, den Fall aufzuklären. Sie gaben zwar die Akte raus, aber darin waren weder Bilder vom Tatort, noch sind irgendwelche Dokumentationen von den Ermittlungen vor Ort zu finden. Und das sind so Punkte, no joke, aber sowas macht mir Angst. Weil stellt euch mal vor, also mein fettes Beileid an die Familie, die das da alles durchmachen musste und wahrscheinlich immer noch durchmachen muss. Aber wie schrecklich muss es bitte sein, wenn deinem Kind oder
deinem Partner oder was auch immer, sowas passiert und die Behörden schlampern so geisteskrank. So, die haben einfach den Fall abgeschlossen. Es gab keine Fotos vom Tatort, nichts. Das kann doch nicht sein. Wie unprofessionell willst du sein? Da wurde irgendwas vertuscht. Ich sag's euch ehrlich, das ist meine offene Meinung. Ihr könnt sie mit mir teilen oder halt eben nicht. Aber meine Meinung ist, da ist irgendwas ganz Merkwürdiges vorgefallen. Die Familie hat jedenfalls eine Belohnung von 10.000 Euro ausgestellt, um so eventuell den Rucksack von Mike wiederzubekommen, in der Hoffnung, dass dadurch eventuell ein paar Fragezeichen aufgedeckt werden, was mit dem Familienmitglied passiert ist. Selbstmord schließt die Familie aus. Sie sagen, es gebe keinen Indiz dafür. Aber nichts sieht auch danach aus, dass dieser Fall ein Selbstmord gewesen wäre. Aber die Umstände sprechen anscheinend wohl auch gegen Mord von Organhändlern. Also, wieso hatte der Junge dann keine Organe mehr? Eventuell hat der Gerichtsmediziner in Malta die Organe an eine Universität weitergegeben oder verkauft und möchte seine Straftat versuchen zu, ja, vertuschen und kam daher mit der absurden Erklärung, dass Tiere die Organe aus dem Körper gegessen hätten. Ist natürlich auch eine Theorie, wer weiß. Im Moment, und so wird es vermutlich auch bleiben, ist das, was mit Mike passiert ist, ungeklärt. Seine Familie hat aber eine eigene Geschichte, an die sie glauben und die ihnen halt eben auch Trost spendet. Sie glauben daran, dass Mike an Erschöpfung gestorben ist, dass er sich übernommen hat und dehydriert ist und an einem Hitzeschlag gestorben ist. Die ausgezogenen Schuhe begründen sie damit, dass er sich eventuell auskühlen wollte. Es ist auf jeden Fall schrecklich, dass der Junge mit 17 sterben musste und man kann nur hoffen, dass der Moment vor seinem Tod mit einer schönen Aussicht und ohne fremdes Eingreifen und Schmerzen passierte. Ja, es ist wirklich ein Fall, der mir persönlich auch so viele Fragezeichen in den Kopf brennt, weil es einfach so viele Theorien dafür geben könnte. Wie gesagt, klar, man sagt, Organmafia wird es höchstwahrscheinlich nicht gewesen sein, aber was ist, wenn doch? Was ist, wenn ihm irgendjemand gefolgt ist, irgendjemand damit involviert war, ihm irgendetwas angetan hat, man dann wirklich so schnell wie möglich seine Organe gestohlen hat? Was ist, wenn der Gerichtsmediziner in Malta etwas damit zu tun hatte? Was ist, wenn er die Organe geklaut hat, sie vielleicht verkauft hat? Wir wissen, wie teuer Organe verkauft werden können. Und ich meine, so ein Gerichtsmediziner, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Gerichtsmediziner Connections hat, an die er eventuell oder über irgendwelche anderen Personen solche Sachen weitergeben konnte. Ey, es ist einfach, aber eine Sache, die ich komplett ausschließe, ist, dass es Tiere waren. Weil es gab kein Indiz dafür. Es kann sein, dass er an einem Hitzeschlag gestorben ist, aber was hat es damit auf sich, dass seine Wertsachen fehlen, sein Rucksack fehlt und seine Organe entnommen wurden? Ey, das sind so, ich könnte hier Stunden jetzt mit euch sitzen und einfach darüber thematisieren und darüber diskutieren und spekulieren, was da wirklich passiert ist. Nur leider werden wir fürs Erste keine Antwort bekommen. Und ob wir jemals eine bekommen, das ist natürlich die andere Frage. Ich wünsche der Familie ganz, ganz viel Kraft. Ja, das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein, meine Freunde. Ich bin sehr schockiert und finde es halt wirklich sehr, sehr spannend. Und ey, keine Ahnung, was da passiert ist. Schreibt mal sehr gerne eure Theorien unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Gibt bestimmt einige Theorien, die ich jetzt hier nicht in diesem Video aufgelistet habe. Lasst uns einfach mal unten so ein bisschen drüber spekulieren und drüber sprechen. Und das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Passt auf euch auf, Freunde. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich zu guter Letzt noch bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Nico Bergmann, Dine Biene, Judith Gamelin, Belief 187, Drache 12, Steven Lohr, Alibaba, Lara Rickers, Klicker Chris, Drache, Hope 1800, Sayrox 06, Dave, Jasmin, The Cat Lady, Variola, Lara, Daisy, Marlene Tillmann, Jessica Krück, Ian The One, René Steckel, Rebecca, Annika K., Alexandra Gerstmann, Flauschvieh, Vanessa, S. Zipkibil, Bubel Daya, Firehead 1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, Lauren, René Kote, Jessica, Magdalena Kantler, FJ Mountain, Anna Rose, Diaboli 666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Maria Pantu, Denner, Tina Karaman, Cyber Psycho XX, Steven Lead, John Jokes,
Justin Richter, Steffi, Kinga1613, Lea, Brody's Rainbow, Steven Schulz, Verena Alberer, RexyTV, Alina Eisentraut, Chiyoko Vanni, Totti Botti, Mira Jane, PyroJan95, Khalid, Kai, Dapassi, Sandy Yuki, Fate Chiara, Lea Tabea, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Mitch, Juna Daluna, Strubbelhaar, Kim S. und Mandy172. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.